spätestens, wenn das Passwort in Aufnahmen gesehen wird, ist das Passwort eh wieder anders. Also mache ich da keine falschen Hoffnungen. Und so weit. Ist doch schon mal nice. Ja, dann haben wir die Baufläche, die wir wollten. Sind wir plus, was haben wir hier? Plus 89. Und da runtergraben, unten die Öfen rein. Kleines Safe-Fleckchen erstmal. Nice one. Gucken wir mal gerade von draußen. Irgendwo müsste noch ein Punkt sein, genau. Die Fläche noch, da das Fläschchen noch. Ach ja, knotet Mägelchen wieder, hast du wieder Hunger. Ja, gibt es noch hier oder da, vielleicht mal ein bisschen was aufzuwerten. Aber wie gesagt, es kommt dann auch mit der Zeit. Wichtig ist erstmal, dass das Grundgerüst hier aufgewertet ist. Und der Rest ist erstmal sowas von Wayne. So, dann haben wir hier schon mal das Safehäuschen. Und dann heißt es hier auf jeden Fall schon mal Kriegkrag Rümselabims, ne? Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen, ist hier mal die Punkte verteilen. Wie gesagt, wir müssen jetzt zusammen haben. Genau, dann kommen wir jetzt in Stil. Oh, da gibt es auch drei Stufen. Oh, leco mio. Also Construction Tools brauchen wir auf jeden Fall noch massig. Uiuiuiui, brauchen wir dann noch massig. Da die Axt wieder hin. Einiges wegkloppen müssen. Aber das soll uns nicht weiter stören, ehrlich gesagt. Jetzt geht es nämlich auch für mich endlich mal in eine Richtung, wo ich in Mitte wirken kann. Und was anderes ist mir eigentlich Wayne. Habe ich ja vorhin erzählt, habe ich bin ja ins gemachte Nest gekommen und ja, da kommt man sich hier ein bisschen blöd vor. Und darum kann ich nämlich jetzt endlich mal hier groß mitwerkeln. Der Rest ist mir Latte. Ich krieg auch meine Skillpunkte da zusammen. Habt ihr gesehen, wie schnell jetzt die paar Level da zusammengekommen sind? 5, 4, 9 Level habe ich jetzt bekommen, nur wegen dem Aufwerten da. Das ist schon eine Menge, wie ich finde. Kann sich sehen lassen. Jetzt klappen wir uns hier noch munter ein paar Bäumchen mit. Ich sehe gerade, mein Charakter fliegt vor Hitze wieder nach oben. Und deswegen ziehen wir uns jetzt hier den El Poncho an. Der ganz ein bisschen kühlt. Soweit sind wir ja schon. Wir können munter weiterarbeiten.
Ja, wie viel Holz werden wir brauchen für die ganzen Spikes? Was wir nicht nebenher craften könnten, fällt mir jetzt gerade ein. Ah, 36, sehr viel ist es noch nicht, aber immerhin. Jetzt klappen wir munter weiter Holz, kann es schon mal craften. Das Schwert ist auch noch oben. Miss Crafting kriege ich auch eigentlich mal zusammen. Wow. Miss Crafting habe ich noch keine XP wirklich. Nice one. Läuft. Hier klappen wir mal alles weg. Brauchen wir eh nicht mehr dann. Ich weiß, was aufwerten umsonst, aber hey. So. Möge der Großbau beginnen. Also Feinarbeiten kann ich jetzt nicht schon machen, ist ja kein Thema. Da weiß ja Bescheid, wie er das Ganze machen soll. Wichtig ist mir halt nur, dass er mit eingebunden bin und so am Abend ein bisschen machen kann noch. Also zumindest in der Woche. Schauen wir mal. So. Skilling Mining Tools ist nun 33, da läuft. Rest kann er, denke ich mal, so nach und nach machen. Müssen wir alles anpassen, alles wegkloppen, alles genauso praktisch, wie er sagte, wie wir unseren anderen Safehouse erstellen. Da dürfte ja nicht das größte Problem sein. Habe ich hier sonst durchgelootet? Ja. Nee, habe ich nicht. Cool, haben wir noch was zu essen? Dann noch ein bisschen Wasser. Guck mal, da kommt noch Süffeln. Dosen können wir zu uns futtern. Erstmal hier die. Dann das hier. Dann das hier. Und scrappen. Das Metall werden wir definitiv noch brauchen.
Und hier muss natürlich noch aufgewertet werden. Sie klappen wir weg. Brauchen wir nicht. Wo kommen wir jetzt noch dran zum Aufwerten? Das ist eine sehr gute Frage. Gucken wir uns von außen noch ein bisschen um. Wäre also einmal hier. Haben wir. Dann haben wir hier noch zwei Stellen. Okay, sind wir auch durch. Was haben wir noch? Hier sind wir durch. Da oben haben wir noch zwei Stellen. Und dann haben wir es soweit. Nice. Also ich finde es gut. Platz ist auch super. Gucken wir uns hier verbreitern. So wie IND. Machen wir sonst auch immer. Von daher passt das Ganze. Jetzt ist die Frage, wie stellen wir Kobbel her? Kobbel. Stone Frame. Cobblestone Rocks, da brauchen wir Steine und Clay. Clay. Das ist natürlich das nächste Problemchen, was wir haben werden. Irgendwoher Clay bekommen. Steine, ne, kannst du hier graben, was weiß ich nicht, was die kriegst du überall, ja, aber die ganz normalen Clay-Formationen wird ein bisschen problematischer werden. Ist ziemlich tief. Mal schauen, guck mal, da oben zum Beispiel, da können wir noch rausgraben. Da oben ist ein bisschen Clay besorgen. Und schon mal anfangen, uns das Material zusammen zu klabustern. Das Ganze recht fix vorangeht. Na, guck mal, da unten ist auch noch einer. Ach komm schon, Junge. In your head. Kann ich jetzt was zu essen dabei gehabt? Nee, natürlich nicht. So, und hier hatten wir irgendwo Clay, genau. Da oben. Klappen wir uns den Felsen hier weg. Noch ein bisschen Eisen, ein bisschen Steine. Und unseren ersten Clay, da können wir schon mal Cobblestones herstellen. Das ist normale Erde will ich nicht. Ich brauche Clay.